Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir probieren jetzt nochmal die beiden Wachen auszuschalten. Irgendwas habe ich da vorhin übersehen. Der eine steht noch da, der andere. Steht da, der steht doch auch mit dem Rücken zu uns. Weiß nicht, was das Problem war. Hat der sich bewegt oder? Warte mal kurz ab, ob sich da was tut oder ob... okay. Ja. Oh, der kommt hier rüber, deswegen. Ah, okay. Also, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich schnell sein. Jetzt geht er wieder rüber. Einmal schwarz. Und dann holen wir uns jetzt gleich noch den auch hier. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Können wir den irgendwie... Ich heb den mal auf. Und trage den woanders hin. Ein bisschen weiter hier hinter. So. Okay, also. Der Hans geht voran. Mal wieder. Leise, leise, leise! Vorsicht! Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Da unten ist nochmal eine Wache. Wo die Frage ist, der Herr Hans... Ruhig! Wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vorm Ziel nicht versauen. Ich hoffe, der weiß, was er tut hier. Was ist denn jetzt die blöde Wache? Ist die da... Hä? Hey, hey, beweg dich mal ein bisschen schneller, Junge! Okay, wir warten hier. Und reden mal mit ihm. Gott sei mit dir, Junge. Nein! Was kann ich für dich tun? Oh Gott. Nee, Moment, wir... Was? Ich habe mit Wolflin verhandelt? Wer ist denn das? Ich habe mit Wolflin verhandelt. Wie ist das gelaufen? Ich habe ihn überzeugt, abzuziehen. Oh Gott. Wirklich? Und die Wache läuft hier einfach rum. Du bist kein Narr, aber das ist beachtlich. Du bist ein wahrer Diplomat. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht so recht. Nicht so bescheiden. Darauf trinken wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich geht's los. Ist denn hier noch einer da oben? Hoffentlich habe ich jetzt das Skript nicht irgendwie durcheinander gebracht. Ach, da ist da oben auch noch eine Waffe, deswegen. Wache, keine Waffe. Wir müssen hier rüber. Und normalerweise entweder hier oder hier. Müssten eigentlich... Da sind sie. Da sind die Geiseln. Dorfbewohner. Dorfbewohner. Heilige Maria. Ah, reden. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Oh Mann, das ist ja schon gut. Wo ist eigentlich der Herr Hans? Hallo? Du kannst doch nicht hier draußen bleiben. Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss-Männer sind? Ja, wir müssen sie befreien. Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten.
Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geiseln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest doch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Dann komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Scheiße, mein Arsch! Oh nein! Wie mit Herrn Hans aus der Burg? Sind wir jetzt entdeckt worden? Wer war denn das? Oh, verflucht! Ich muss ihn herausschaffen, sofort! Könntest du bitte schnell etwas unternehmen? Ah, jetzt müssen wir den auch noch mitnehmen! Mit einem Pfeil im Arsch! Alle hier sammeln! Schlagt Alarm! Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch! Leck mich am Arsch, jetzt müssen wir den auch noch tragen! Wenn du dich nicht sputest, stechen sie dir direkt unter meiner Nase in den Rücken! Wo müssen wir denn hin zu... Ja, hier können wir nicht durch! Rasch! Sie sind uns auf den Fersen! Also dir! Sie sind vor mir! Und ich kann nichts dagegen tun. Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. Und jetzt... Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Ah, wie mich der aufregt. Haben wir jetzt Alarm Okay, ich glaube, das war jetzt aber nicht richtig, oder? Auf der anderen Seite, wir hätten eigentlich nichts machen können. War nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Na gut, das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Aber dafür hat der Herr Hans noch einen Pfeil in den Arsch bekommen. Eieiei, aber da, waren die dann jetzt in der Burg oder waren die jetzt hier schon irgendwo anders? Ich weiß es nicht. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Fefa? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Devish? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagte dir Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich euch, mein Herr. Ich habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh... Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen.
Wie soll denn der jetzt schnell einen Triborg herzaubern? So schnell kann man doch den gar nicht bauen innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche. Sprich mit Hauptmann Robart. Du hast gelernt, Triborg. okay, jetzt sind wir hier quasi im Lager, im Belagerungslager. Da unten ist die Burg. Und dann müssen wir jetzt irgendwie Vorbereitungen treffen für weitere Schritte. Wie auch immer die ausschauen. Wie gern hätte ich ein Stück Fleisch. Fleisch ist ein Geschenk Gottes. Nicht nein dazu sagen. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divisch zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er sagte, er hätte noch nie einen Triborg gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt, wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Triborg sind wir wahrlich aufgeschmissen. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divisch sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Triborg ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Mit dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ishtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalmberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek... Toss ist ein listig...
Na gut, also dann haben wir einiges vor. Haben wir den Hunger momentan? 88, nö, das passt noch. Und jetzt haben wir hier einige Punkte abzuklappern. Frag die Köhler in der Gegend, ob sie Pech entbehren können. Sprich mit Herrn Divisch, sprich mit Meister Pfeiffer, sprich mit Bernhard, Hauptmann Bernhard und sprich mit dem Quartiermeister. Der Feinar ist ja eh gleich hier oben. Der keinen Plan hat. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Triborg bauen. Ganz recht. Einen Triborg, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Triborg nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Triborg gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur ergeht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Triborg doch noch. Nun gut. Wer ist denn der Nächste, mit dem wir sprechen müssen? Hier oben im Steinbruch Quartiermeister und Hauptmann Bernhard. Und dann werden wir hier runtergehen. Und dann müssen wir echt jetzt hier nochmal nach Sasau. Das ist ja eine halbe Ewigkeit. Na gut, auf der anderen Seite haben wir Zeit. Weil die laufen ja nicht weg, ne? Die Leute in der Burg. Soweit ich das gesehen habe. Laufen wir jetzt mal querfeldein über das Gebüschzeug hier. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt hier mit der Infiltration, ob das jetzt so lief, wie wir das geplant haben. Also ob man das vielleicht nicht doch auch noch besser lösen hätte können. Glück und Gesundheit. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können, kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Vielleicht könnte man da die alte Metzgersdame fragen, deren Geist wir ausgetrieben haben. Die schuldet uns ja eigentlich noch was. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen.
Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Gut. Wen haben wir noch? Da vorne musste irgendwo der Bernhard rumlaufen. Wer ist da? Ich bin's halt. Der ist aber auch sehr schreckhaft hier. Glück und Gesundheit. Wie schlagen sich die Männer so? Ein einziges Lumpenpack. Die Auswärtigen wollen nach Hause und die Ortsansässigen können nirgendwo hin. Also stänkern sie alle. Machen sie dir Ärger? Keinen Ärger an sich. Ein paar habe ich schlafend bei der Wache erwischt. Aber nichts, das ich nicht mit ein paar Peitschenhieben ausmerzen ließe. Es könnte eine einfachere Lösung geben. Jemandem den Arsch zu versohlen ist einfach genug. Wenn du einen verbläust, merken sich's die anderen. Und wenn sie's vergessen, machst du's nochmal. Aber dann hast du verwundete Männer. Ich habe da eher an einen Trunk gedacht. Wäre mir neu, dass Quacksalberei die Moral der Männer steigert. Aber Teufel noch eins, sie könnten wahrlich was gebrauchen, das ihnen den Schnaps austreibt und die Augen offen hält. Finde heraus, ob ein Kräuterweib einen Trank brauen kann, der die Männer wach hält. Wie geht es dir, Herr Bernhard? Wie soll es mir schon gehen? Wir sitzen hier unter der Burg und den ganzen Tag lang werden Steine gehauen. Meine Ohren dröhnen, als hätte mir einer auf den Kopf geschlagen. Seit dem nächtlichen Angriff klingeln meine Ohren auch. Das war ein Reinfall. Aber wir haben trotzdem Schwein gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Gut. Oh. In Lagern mangelt es an Fleisch. Ich könnte welches besorgen. Oh, jetzt müssen wir das hier jagen oder was ist da los? Da oben ist das Kräuterweib. Da könnte man eigentlich gleich hochreiten. Alle anderen Sachen sind ziemlich weit weg hier. Jetzt schaut euch das mal an, was wir hier noch zu erledigen haben. Wir müssen sogar nach Uschice wieder. Der Herr Divisch ist irgendwo mitten auf dem Feld. Dann sprechen wir zuerst noch mit dem Herrn Divisch. Huch. Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich... Hab ich dich wir endlich. Haben, wir haben doch... Jetzt bekommst du, was du verdienst. Gott, das Spiel. Das ist der so... Der Dieb hält uns für Narren. Ich zeig dir... So schnell wirst du... Was, wir müssen ihm 32.000 müssen wir ihm geben? Du machst einen großen Fehler. Hältst du mich für so... Wir fliehen wieder. Oh Gott, irgendwie ist das jetzt ist da ein Fehler drin jetzt. Jetzt, jetzt ist der Bernhard auf der Suche nach mir. Mann, wieso das denn jetzt auf einmal? Ich weiß nicht, wieso wir jetzt auf einmal wieder das Kopfgeld haben. Eigentlich müsste sich doch das mit der Zeit dann auch mal abbauen. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht zu lange her. Es wird immer noch das Kopfgeld sein, das wir bekommen haben, als wir die Rüstungskammer freigeräumt haben. Was eigentlich schon ziemlich lange her ist. Aber hey, normalerweise auch nur ein, zwei Tage. Ich denke, wir müssen hier noch ein bisschen damit leben. Oh Gott, hoffentlich greift uns jetzt nicht jeder an auf einmal. Oben ist er. So, bleib mal hier stehen. Was ist er denn? Stopp. Könnte schlimmer sein. Schmeckt doch ganz gut. Hey! Hallo, Heinrich! Jetzt werde ich hier schon wieder gejagt. Nein! Da ist der Herr Divisch. Ich kann mit ihm nicht mehr reden. Hör auf! Okay. Wir müssen das anders machen. Oh Gott, hat er mich jetzt erwischt und auch noch so dermaßen, dass wir bluten. Okay, wir werden mal ins Kloster nach Sasau reisen. Erstmal hier wegfliegen. Das gibt hier überhaupt keinen Sinn. Wir sind der Retter der Nation und werden hier gejagt von popligen Wächtern.
ganz schlimm. Na gut, wir werden hier mal wegreiten und sobald oben dann die Anzeige auch weg ist, dass wir nicht mehr im Kampf sind, werde ich nach Sasa reiten, jetzt zum Beispiel. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Und dort werden wir Konrad Kaiser aufsuchen und vielleicht mal mit ihm sprechen, ob er Lust hat, hier ja, mit uns mitzukommen, um den Triborg zu bauen. Eieiei, was für eine komische Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.